Hallo YouTube, Rezo hat vor 4 Stunden lang Corona-Politik zerstört und ich reacte jetzt darauf, indem ich das wahrscheinlich einfach durchlaufen lasse und am Ende so mache. Gutes Video. Und ich hoffe, ihr klickt das an auf YouTube und gönnt mir auch das Geld. Danke. Das ist straight up Korruption. Mhm. Ist der beschissen im Kopf? So ein Verhalten ist einfach menschenverachtend. Straight up korrupte Politiker. Was ist das für ein Low-Bob-Verein? Junge, Alter, grow the fuck up. Ey, aber was ich euch auch empfehlen wollte, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es gibt nämlich ein Video von Joko und Klaas. Wir gucken das jetzt nicht, aber das ist halt krass. Ist so über Pflege, Hashtag nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wenn Leute in der Politik Sachen verkacken, dann geht es natürlich uns allen nicht gut, völlig klar. Aber insbesondere sind die Leute, die in der Pflege worken, die Leute, die in Krankenhäusern, die in der Medizin worken, etc., die sind so am Arsch. Wenn die Situation sich gerade verändert, schlechter durch ansteigende Fallzahlen oder so, dann sind die richtig, richtig, richtig am Arsch. Was mich ja, danke, danke, so ja, das ist gut. Vielen Dank, hat sich nochmal gelohnt, dass ich... Und Minxnine. Oh, Mashallah. Du Heiliger. Du Ritter. Dankeschön. Für 5 Milliarden Community-Subgifts. Und vielen Dank dafür, dass dieser ganze Teil von meinen Cuttern rausgeschnitten werden muss. Das ist extra Arbeit. Fällt mir ein, ich hab die noch gar nicht bezahlt. Bisschen abfuckt. Fällt mir ein, ich hab die noch gar nicht bezahlt. Bisschen abfuckt ist folgendes. Wenn ich jetzt mal kurz ranten darf, wenn das okay ist. Ja. Vor einem Jahr, als das mit dem Lockdown so anfing, da hatte ich so das Gefühl... Ist das sympathisch, ne? Das sollte ich auch machen. Ich sollte immer, wenn ich irgendwas kritisiere oder rante, spendet 4 Euro und sollte ich Chat 20 fragen, oder? Waren die meisten Leute so voll down damit. Natürlich gab es so ein paar Spinner, aber die meisten Leute haben verstanden so, das ist eine wichtige Sache, da geht's jetzt um was, das ist die größte Krise in diesem Land so, das ist okay, wenn es Einschränkungen gibt, wir müssen da durchhalten, bla bla bla. Aber ich glaube, was dann echt nicht so geil war, war halt, dass von Anfang an es nie passiert ist, dass ein konkretes, mittel- bis langfristiges Ziel aus der Politik mal wirklich gesetzt wurde. Es wurde immer so dieses, ja, lass noch mal ein bisschen 2 Wochen Lockdown und dann gucken wir, wie wir mal ein bisschen 2 Wochen öffnen. Bin ich ein ziemlich, also lass mich, darf ich da kurz gegenschießen, Chat? Darf ich da kurz was dagegen sagen? Nein? Nein? Doch, darf ich? Ich sag's jetzt, mach's jetzt einfach. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ihr Arschgeigen, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Mach's trotzdem. Ich finde es sehr, sehr schwer, konkrete Ziele zu setzen, wenn es um eine globale Pandemie geht. Das langfristige Ziel der Corona-Politik soll es sein, Corona in den Griff zu bekommen. Jetzt kann man sich fragen, was bedeutet denn Corona in den Griff bekommen? Was bedeutet denn mit dem Virus leben? Richtig, mit dem Virus leben können wir erst dann, wenn wir geimpft sind. Wenn es eine Impfung gibt, die zur Verfügung gestellt werden kann, die das Ganze abdeckt und dann können wir irgendwann wieder aufmachen. Das sind die langfristigen Ziele. Du kannst doch gar keine... Meine sehr verehrten MitbürgerInnen, das langfristige Ziel unserer Corona-Politik ist es, dass Corona weg ist. Vielen Dank. Was? Hä? Das ist... Oder? Ich meine, natürlich wäre wahrscheinlich die beste Lösung, den Virus am effektivsten zu bekämpfen, den kompletten Bumpf zuzumachen, bis Impfstoffe da sind, die dann auch flächendeckend reingejagt werden können. Und dann erst wieder aufmachen. Vielleicht wieder ein bisschen Lockdown und ich bin mir nicht sicher, wie wir es machen sollen. Weißt du, so dieses ganze Ding, so dieses Hin und Her. Am Anfang ist auch passiert, dass die Maskenpflicht viel zu spät kam, weil Wissenschaftler längst gesagt haben, Leute, wir brauchen Masken, Masken sind super wichtig, würde total alles abbremsen, würde dafür sorgen, dass die Wirtschaft viel weniger leiden muss, würde dafür sorgen, dass viel weniger Leute sterben, würde dafür sorgen, dass alles besser wird, sorgt einfach dafür, dass alle Leute Masken tragen, bitte, 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 bitte. Und die Politik hat viel zu spät erst gesagt, ja, lass mal Maskenpflicht machen. Ja, ich war bei einer Maskenpflicht-Initiative dabei, Wochen, 4, 5, 6 Wochen, weiß ich nicht, bevor Maskenpflicht da war. Joko war dabei, Lena. Das RKI hatte am Anfang von Masken abgeraten, muss man dazu sagen. Ich glaube nicht, dass sie von Masken abgeraten haben, sondern lediglich, dass sie gesagt haben, dass das Ganze keinen Schutz bietet. Das haben sie gesagt. Und das stimmt ja auch. Also für dich selbst hat diese Maske keinen Schutz. Und was man bei dieser
politischen Kommunikation nicht vergessen darf, ist, dass ein absoluter Mangel an den Mund-Nasen-Schützen bestand. Isa hat zu der Zeit im Krankenhaus gearbeitet als OTA und die hatte für die Operationen teilweise keine Masken. Die hatten keine Masken im Krankenhaus. Die hatten keine Masken im Krankenhaus. Bissam, was essen mit Wenn du dann noch kommunizierst, dass man definitiv eine Maske tragen muss, wo willst du sie denn herholen? Und als dann der Mangel behoben worden ist und Laschet Junior sich die Taschen voll gemacht hat, gab es dann auch eine Maskenpflicht. Aber ich verstehe, aus welcher Perspektive er kommt und das ist auch gerechtfertigt. Bin ich dabei. Lena war dabei und ganz viele Promis waren dabei, haben darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das gepostet auf Instagram am 24. März. Am 24. März habe ich das gepostet. Da haben Leute in ihrer Freizeit das hinbekommen, was die Bundesregierung, die fucking Bundesregierung nicht geschafft. Und das kann doch nicht sein, dass Leute, die in ihrer Freizeit sich dafür einsetzen, bessere Initiativen, bessere Aufklärung, bessere Aktionen fürs Maskentragen auf die Beine stellen, als die fucking Bundesregierung? Ja, aber die Aktionen, die dann zur Maskenbeschaffung und zur Desinfektionsmittelbeschaffung genutzt worden sind, waren jetzt von der Bevölkerung auch nicht so die wirklich geilen, ne? Weil da darf man nicht vergessen, dass die teilweise in Krankenhäusern die Scheiße einfach von der Wand gerissen und geklaut haben. Die haben da Masken geklaut, die haben Desinfektionsmittelspender aus der Wand gerissen und dann hatten wir einen insanen Mangel, zumindest in Berliner Krankenhäusern. Also für Berlin kann ich sprechen. In Berlin gab es einen Mangel an Desinfektionsmittel und Mund- und Nasenschutz Dingern, Mund- und Nasenschützen, Schützen, aufgrund von Diebstahl und nicht möglicher Bestellung. Really? Ihr habt riesige Ressourcen von Manpowers am Start und ihr kriegt es nicht auf die Kette. Es müssen diese Leute in ihrer Freizeit machen. Nein. Das ist schon wack. Aber ey, das ist nicht mal das Krasseste. So, das Krasseste sind zum Beispiel auch nicht die vielen Korruptionsfälle, die in der Zeit ans Licht gekommen sind. Habt ihr die alle mitbekommen? Die kann man gar nicht alle mitbekommen, weil es so viele Korruptionsfälle sind. Dass Leute aus der CDU und CSU sich einfach super viel haben bezahlen lassen, um für Unternehmen Entscheidungen zu treffen. Ein Typ hat 300.000 Euro von einem Unternehmen bekommen. Weird! Wenn du Politiker bist, warum bekommst du denn von Unternehmen plötzlich so einen Haufen Geld? Was ist denn der Gegenwert dazu? Ja, und was war der Gegenwert? Dieses Unternehmen hat halt bestimmte Masken hergestellt, die auf den Markt kommen mussten, damit die viel Cash machen mit diesen Masken. Aber die brauchten eine Sonderzulassung, damit die halt schneller auf den Markt kommen, damit die halt viel, viel mehr Cash machen. Und ÄrztInnen haben Jahre vorher die Bestände an Masken und Desinfektionsmitteln kritisiert, aber die Regierung hat die Krankenhäuser runtergespart. Das ist, glaube ich, auch, zumindest ist da ein sehr wahrheitsgemäßer, also das stimmt schon ein Stück. Krankenhäuser wurden teilweise kaputt gespart, ja. Und die haben dem Politiker halt gesagt, hey, wäre ganz geil, wenn du dafür sorgst, also weiß man jetzt nicht, ob die dem das gesagt haben. Dieser Politiker hat sich halt zufällig dafür ganz stark eingesetzt, dass es diese Sonderzulassung gibt, damit dieses Unternehmen mehr Cash machen kann. Was für ein Zufall, dass das Unternehmen ihm da 300.000 Euro gibt. Das ist nicht Lobbyismus. Das ist straight up Korruption. Das ist straight up korrupte Politiker, die das politische System ausnutzen, um Geld in die eigene Tasche zu tun, um nicht nach den Interessen der Bevölkerung zu entscheiden, um sich selber reich zu machen. Das ist deine Priorität. Aber nicht von der Regierung, zumindest nicht nur. Viele sind ja privat. Die meisten sind privatisiert worden und ich glaube, da kann man dann auch mal sich Gedanken darüber machen, ob es noch sozial ist, wenn Krankenhäuser privatisiert werden oder privatisiert sind. In meinen Augen gehört Krankenvorsorge und Krankenversorgung in staatliche Hände. Und das sollte nicht kapitalistisch privatisiert geregelt werden. Nur meine Meinung dazu. Wow, Alter, wow, CSU, bravo, bravo, strong, strong. Das ist nicht mal der einzige Fall. Es gab so viele Maskendeals und so viele Korruptionsfälle, die in der letzten Zeit so ans Licht gekommen sind, wo ganz shady Geschichten ans Licht gekommen sind. Ganz, ganz krasse Sachen.
Ja, ist wirklich disgusting. Ist wirklich disgusting. Aber ey, tun wir einfach mal so, als wäre das nicht da. Habt ihr mitbekommen, dass Horst Seehofer wurde gesagt, hey, es wäre gut, Horst, wenn du dich mal mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen könntest. Das würde in der Bevölkerung das Vertrauen dazu auch mehr steigern, bla bla bla. Und der Horst sagt, nee, habe ich keinen Bock zu. Will ich nicht machen. Ist sein Recht, der muss sich nicht impfen, wenn er nicht möchte. So. Aber dann wurde er gefragt, Horst, warum willst du das denn nicht machen? Und Horst hat gesagt, Impfstoff cool, würde ich mich grundsätzlich impfen lassen, aber er will sich nicht bevormunden lassen. Ich lasse mich nicht bevormunden, bedeutet, ich will nicht das machen, was mir jemand gesagt hat, weil der mir das gesagt hat. Alter, ist der dumm? Ist der beschissen im Kopf? Was ist das für eine Fickerei? Das ist so kindisch, zu sagen so, hä, du, es ist okay, ich würde mich damit impfen lassen, aber der Jens Spahn hat mir das gesagt. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr, weil der Jens hat mir das gesagt und wenn der Jens, ich will ja nicht das machen, was der Jens sagt. Bist du scheiße im Kopf? Ey, du kannst es nicht mal kindisch nennen. Das wäre eine Beleidigung für Kinder, wenn du dieses Verhalten kindisch nennst. Aber das ist ein neues Level. Das ist mehr als dumm. In der Zeit einer weltweiten Pandemie ist so ein Verhalten nicht kindisch, so ein Verhalten ist nicht dumm, so ein Verhalten ist einfach menschenfeindlich. Ich lasse mich jetzt mit Astra impfen. Bitte, lass dich mal mit Astra impfen. Nö, jetzt mag ich nicht mehr. Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt gemacht, aber jetzt nicht mehr. Nö. 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 Junge, Alter, grow the fuck up. Aber ey, das ist auch nicht mal das Krasseste und das ist Traurige. Das Krasseste ist auch nicht mal die Arbeitsverweigerung. Kriegt ihr das mit, wie krass Politiker ihre Arbeit verweigern aktuell? Der Ministerpräsident von Sachsen hat gesagt... Ministerpräsident in Sachsen zu sein, ist aber auch eine jobgegebene Arbeitsverweigerung. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da in Sachsen... Ja, grundsätzlich Leute einfach aus dem Ausland, wie der Sachse sagt, ne? Also nicht aus Sachsen eingesetzt werden. Ne? Bissam, bleib doch mal ganz kurz stehen. Kommt dann irgendeiner aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus der Rheinland-Pfalz oder so, und dort solltest du nur den Job machen. Das ist ja schon eine mit inbegriffene Arbeitsverweigerung, Ministerpräsident in Sachsen zu sein. Sagt jetzt vor Ostern so, yo, die Fallzahlen steigen voll an, yo, soll ich hier irgendwelche Sachen schließen, so, nee, ich appelliere an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Ihr macht das schon. Das würdest du in keinem Kontext machen. In keinem Kontext. Du sagst doch auch nicht, Straßenverkehr, lass mal bitte keine staatlichen Regeln haben für den Straßenverkehr. Klar können da viele Leute sterben, aber ich appelliere an die Eigenverantwortung. Ihr wisst schon, wo man schnell, langsam fährt, wie schnell man fahren sollte, wer zuerst fährt, wie man fahren soll. Ihr wisst das schon. Nein, das ist die fucking Aufgabe von der Bundesregierung. Das ist eine fucking Aufgabe von der Landesregierung. Das ist die Aufgabe von Politikern, zu lenken. Und wenn du das nicht tust, dann machst du deinen Job nicht. Dann verweigerst du das grundinhärente Element deines Jobs. Wahrscheinlich, weil die Leute richtig sagen so, ich will nichts Falsches machen. Wenn ich keine Entscheidung treffe, mache ich es ja nicht falsch. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann heißt es nachher, die war falsch oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Zumal diese ganze Eigenverantwortung in 2021 noch einen insane faden Beigeschmack hat, da wir ja mittlerweile empirisch wissen, dass das mit Eigenverantwortung bei Corona nicht so wirklich funktioniert mit der allgemeinen Bevölkerung. Erinnern wir uns an die wilde Zeit Ende Februar, Anfang März, wo diese Eigenverantwortung flächendeckend ausprobiert worden ist. Und wir dann Rave-Partys hatten. Eigenverantwortliche Rave-Partys. Und dann Angela Merkel gesagt hat, okay, das mit der Eigenverantwortung funktioniert nicht. Sorry. Auch CDU. Guck mal, das waren jetzt alles Unionsfälle. Wenn wir eins gelernt haben durch Corona-Mona, dann, dass Eigenverantwortung nicht kein Ding ist, das funktioniert. Zumindest nicht, wenn es um Einschränkungen geht. Zufällig, so inkompetent, ohne Scheiß, das ist so ein Haufen inkompetenter Dullis, ohne Witz. Wie krass die keine Skills im Leben haben, wie krass wir alle besser deren Job machen könnten als die. Safe, Alter, das ist nicht mal eine Frage, es ist nicht mal eine Competition. Wenn du einfach deine Arbeit nicht verweigerst, wenn du nicht korrupt bist und wenn du nicht so Kinderscheiße abziehst, dann bist du schon ein überdurchschnittlich guter Unionspolitiker. Wow, wisst ihr, was auch nicht das Krasseste ist? Boah, Alter, sorry, dass ich jetzt hier rage. Das Krasseste ist auch nicht, dass es so viele kleine Unternehmen gibt, die richtig am Struggeln sind. So viele Menschen, die richtig, richtig hart mit ihrem kleinen Unternehmen am Struggeln sind. Und auf der anderen Seite stehen so Unternehmen wie Daimler oder so, die haben... Hey, hey!
Jetzt reicht's aber. Man hätte da auch andere Beispiele als Daimler nehmen können. 100 Millionen Euro an unterstützenden Geldern bekommen. Vom Staat, von unseren Steuergeldern, haben die Menge Geld bekommen. Und was hat Daimler jetzt gemacht? Die haben Dividenden ausgeschüttet. Also sozusagen die Leute von Daimler, die haben Geld aus dem Unternehmen bekommen. Ja. Das kannst du nur dann machen, wenn der Laden läuft. Und die haben jetzt 50% mehr Dividenden ausgeschüttet als beim letzten Mal. Die haben richtig Cash da rausgeholt. Ja. Die haben richtig Cash an die Superreichen hinter Daimler rausgezogen. Die Superreichen werden noch reicher, wovon? Direkt von den Steuergeldern. Du hättest ja, auch geil, an fucking Christian, Schulen ja. mehr Luftfilteranlagen irgendwie hinstellen können oder so. Weil du da Leute zwingst, auf engem Raum zusammenzuhocken. Für die ist das nicht optional. Aber wie wir gerade gehört haben, die Korruption ist halt so tief. Das ist ja kein Zufall, dass die Leute von Daimler die Steuergelder zugeschickt bekommen. Ist ja ein ganzes Korruptionsprinzip dahinter. All das ist nicht mal das fucking Krasseste. Das Krasseste, finde ich, ist die unterliegende Wissenschaftsfeindlichkeit. Die ja. grundsätzliche ja. Haltung, sich irrational zu verhalten. Das finde ich auch. Das finde ich, da hat er wirklich einen Punkt. Da hat er wirklich einen Punkt. Wissenschaftsfeindlichkeit ist derzeit wirklich da angekommen, wo es eigentlich hätte niemals ankommen sollte, und zwar ganz oben. Ganz oben. Die grundsätzliche Einstellung, dass man den Kopf in den Sand steckt und dann werden die Naturgewalten sich dem richten. Das ist so ein tiefgreifendes Ding, was du auf alles übertragen kannst. Das, finde ich, ist das Krasseste. Und das hat diese Pandemie definitiv offenbart. So, wie tief verwurzelt diese Wissenschaft. Aber auch nicht immer. Ich habe das Gefühl, dass bei der zweiten Welle schon sehr viele Fix auf die Wissenschaft gegeben worden sind. Und dass man dann irgendwann, als es Richtung Weihnachten ging, aufgehört hat, auf irgendwas zu hören. Das ist meine sehr subjektive Bauchi-Bauchi-Wahrnehmung gewesen von der Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Dass man Oktober, September, Oktober, Anfang November sehr viel auf die Wissenschaft gehört hat, sehr, sehr viel Wissenschaft kommuniziert hat und dann irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, das wird langsam jetzt alles ein bisschen wild. Lass mal Ischgl aufmachen. So, und jetzt mittlerweile... Ja. Wissenschaftsfeindlichkeit bei so vielen Leuten in der Politik ist. Der Ministerpräsident von Sachsen, der hatte auch im Dezember, hatte der gesagt, wir haben das Virus unterschätzt, wir alle miteinander. Nein, Michael, du hast das Virus unterschätzt. Du, was für eine Dreistheit man sich da rausnehmen muss, um solche Sätze zu sagen. Der Ministerpräsident von Hessen, glaube ich, der hat gesagt, er will sich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die sagen, dass man das schon vor 8 Wochen wusste. Wo ist Volker Bouffier, wenn man ihn braucht? Wo ist Volker Bouffier, wenn man ihn braucht? Der behauptet, das hätte man alle schon vor 8 Wochen wissen müssen, also... Mit sowas will ich mich nicht auseinandersetzen. Muss ich den wirklich an die Hand nehmen und ihm erklären, wie Leben funktioniert? Wenn dir jemand vor 8 Wochen sagte, hey, das und das wird kommen, und du sagst, nee, wird nicht kommen, wird nicht kommen, und dann kommt das, dann solltest du dich genau mit dem unterhalten, weil der wusste es besser, du Kecko. Was ist das für ein Low-Bob-Verein? Wie kann man so dumme Sachen sagen? Uns gegenüber ist das so respektlos. Das, was ich euch jetzt zeige, ist das Krasseste. Und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass, wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken, und wir erleben im Moment genau das Gegenteil. Nein, hatten wir nicht. Die Modellierungen waren eindeutig. Niemand hatte die Hoffnung, dass im Frühling, wenn es ein bisschen wärmer wird, das plötzlich dann weggeht. Niemand hat das gesagt. Unfassbar. Da hat er wirklich recht. Da hat er wirklich... Das ist wirklich richtig. Es gab wissenschaftlich kommuniziert Modellrechnungen, die gezeigt haben, dass die Belastung einer pandemischen Situation mit einem Virus wie SARS-CoV-2 in den Wintermonaten heftiger wird. Aber es gab keine Gegenteiligen, dass das weggeht, wenn es dann nicht mehr so kalt ist, sondern nur, dass das ganz Extreme ein bisschen sinkt, aber nicht entweder oder weg. Das war nie der Fall. Unfassbar! Das ist doch nicht sein scheiß Ernst! Wobei auch bei Armin Laschet muss man auch immer dazu sagen, dass er ja der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist
und dass Nordrhein-Westfalen im Corona-Beratungsteam ganz genau einen Epidemiologen hat, Virologen, und das ist Hendrik Streeck. Also vielleicht wurde das doch gesagt. Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden. Das tut körperlich weh, wie dumm das ist. Gebt euch das noch, das triggert auch hart. Diese Frau hier ist Professor Dr. Brinkmann, Virologin. Und zwar nicht nur Virologin und nicht nur Professorin an der Uni so, sondern ich glaube auch in irgendwie einem Beirat für Virologie oder so. Also die ist Expertin. Die Politiker, die da sitzen, haben keinen Plan von dem Shit. Und jetzt achtet mal, wie die anderen in der Runde mit ihr umgehen. Wir haben es mit neuen Varianten ist diese, zu tun. Dieses ist diese, Virus, aber ich rede jetzt. Wir werden ständig überrascht. Ich kann mal kurz raus. Ah, Kubicki, der hat es aber auch nicht so. Also da muss man sagen, Kubicki hat es nicht so mit Frauen. Ah, also da muss ich aber wirklich sagen, ne? Sie haben ja... Weil die Frau da, die hat ja schon ein ganz kurzes und auch nettes Röckchen an, ne? Aber vielleicht sollte sie sich dann vielleicht lieber um Make-up oder andere Themen, die Frauen so... Und nicht um so wichtige Themen, wo ja nur Männer eigentlich mit... Das ist, also, ja, das... Rausgehen, ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie mich wieder brauchen. Eigentlich brauchen wir Sie nicht. Nein. Sie als Politiker müssen das klar kommunizieren. Wir haben einen Riesen... Jetzt ziehe ich auch noch von links. Doch. Wir müssen klar... Doch, mach ich. Die haben keinen Rock an. Warum haben die eine Hose an? Die sind eine Frau. Kommunizieren dieses Kubicki Virus von links. Das geht gar nicht. Lässt sich ja neue Dinge einfallen. Wir haben es mit einem neuen Virus zu tun. What the fuck, ne? Wie respektlos. Das Verhältnis ist doch ganz klar. Sie hat... Guck dir mal an, ihr zeigt das Kätzchen mal Krallen. Hat mehr Plan von der Lage und die anderen haben viele Fehler gemacht. Die können wirklich nicht so sagen, ja, okay, ich bin zwar kein Virologe, aber ich habe richtig Killer abgeliefert. Sondern, scheiße, ich habe in den letzten Wochen genau die Fehler gemacht, die du mir anders gesagt hast, dass ich mich anders verhalten soll. Das heißt, das Verhältnis ist völlig klar. Völlig klar, du bist der kleine Dulli, der hier sitzt und zuhört. Das ist das Verhältnis. Jetzt komme ich da rein in den Talk und lass ihn nicht mehr ausreden. Er redet so ihr von der Seite rein, sie so, ja, jetzt sie doch nicht auch noch. Und er einfach, doch, das ist... Das Krasseste ist diese tief sitzende... Mansplaining im Chat. Ja, das ist Mansplaining, mein Lieber. Power Greed. Vielleicht soll ich dir Mansplaining mal erklären, aber das geht genau in die Richtung. Respektlosigkeit vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, vor den Prinzipien der Logik, den Prinzipien von rationalem Denken, vor Naturgesetzen. Das Krasseste ist, dass diese Leute nicht handeln, als Defaultwert sehen, als Grundwert, was die einfach so grundsätzlich machen. Aber in keiner Krise, das weiß jeder, nicht handeln ist das Schlimmste. Das Radikalste, das Krasseste, Destruktivste, was du tun kannst, ist nicht zu handeln. Das ist nicht nur ein Problem von dieser Krise, das ist auch ein Problem von der Klimakrise. Das ist ein Problem von jeder Krise. Und da kommen einige auf uns zu in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn dann dein Default-Wert nicht handeln ist, dann fixst du nicht nur eine Generation. Dann fixst du so viele Millionen Menschen. Kindergarten ist vorbei. Wir haben nicht mehr diese Möglichkeiten. Grow the fuck up oder seid keine Politiker. Ey, das Sweet. Ihr seid Sweet gerade im Chat. Oh Mann, ey. Oh Mann. Es hat mir extrem Spaß gemacht, mit euch wieder zu Real Talken. Ich finde es cool, dass wir so Themen auch machen können, dass wir viel lockeren Spaß haben können und aber auch so ernste Themen ansprechen können. Ich finde das schön. Ich finde die Community... Verpisst euch mit euren Herzen. ...ist awesome. Die Community ist awesome. Weicher Chat ist das. Wir sind härter. Unser Chat ist männlicher. Wir beschäftigen uns permanent mit solchen harten Themen. Mit harten politischen Themen. Viel Wahres in dem, was Rezo da spontan einfach mal abgerotzt hat. Sehr viel Wahres. Marihuana, Ganja, Marihuana, Marihuana, Ganja, auf dem Server, Bong an. Marihuana, Ganja.